Wenn du magst, dann mach kurz mit. Verbinden wir uns innerlich so ein bisschen gedanklich in dem Wissen, dass relativ viele jetzt den gleichen Gedanken haben, das gleiche Ziel haben, Energiefluss zu erzeugen, Gesundheit zu stärken, Vitalität aufzubauen. Und ich von meiner Seite bin sehr dankbar dafür, für diese Möglichkeit jetzt mit euch hier zu arbeiten. In diesem Sinne, lasst uns dreimal gemeinsam ein- und ausatmen. Atme ein und atme aus. Atme ein. Atme aus. Komm ganz an in deinem Körper. Atme noch einmal ein. Und wieder aus. Und dann darf ich dir jetzt 5 Übungen zeigen, um deine Verdauung ein bisschen zu stärken. Wir beginnen mit einem ganz einfachen Klopfen. Vom Solarplexus aus beginne zu klopfen im Uhrzeigersinn um deinen Bauch herum. Du kannst das mit einer Hand machen, damit es ein bisschen effektiver wird. Können wir es auch mit 2 Händen machen. Während du klopfst, konzentriere dich auf deine Bauchdecke und fühl dich in deinen Bauch hinein. Das heißt, du hast das Gefühl, du klopfst auf eine Trommel und der Impuls geht in deine Tiefe. Wir verklopfen also jetzt in Verlaufsrichtung vom Dickdarm. Das heißt, rechts unten geht's los, aufsteigender Dickdarm, quer hinüber. Querliegender und links nach unten absteigender Dickdarm. Gehst du ein bisschen nach innen, bist du mehr in der Dünndarmzone. Machen wir ein bisschen Anatomie. Rechte Seite Leber, relativ großes Organ, Gallenblase, Mitte Magen. Und links unsere beliebte Milz. Wieder zum Unterbauch. Wir gehen nach außen Richtung Oberschenkel und Leiste und klopfen an der Beinaußenseite den Magenmeridian nach unten. Wir werden euch den auch ein bisschen einblenden, damit ihr wisst, wo der verläuft. An der Außenseite zur zweiten Zeh und von dort, wie immer noch an der Vorderseite, aber mehr innenseitig, Milzmeridian nach oben. Zurück zum Bauch. Und weil es so schön war, noch einmal. Außenseite geht's nach unten. Magenmeridian. Der geht also nicht nur in die Beine, sondern auch, wie ihr gesehen habt, im Brustbereich. Deshalb können wir hier auch ein bisschen nach oben klopfen bis Mitte Schlüsselbein. Wieder nach unten. Und einmal machen wir das Ganze noch. Klopfen. Außen. Innenseitig, Milzmeridian nach oben, zu den Schlüsselbeinen. Kurzer Gedanke an deine Lunge und wir gehen zur Mitte. Spür ganz kurz nach und verbind diese Übung dann mit der zweiten Übung mit dem Ausschütteln des Körpers. Dazu fängst du aus dem Beinbereich heraus an zu schütteln. Verdauungsenergie will von oben nach unten fließen und dadurch unterstützen wir ein bisschen diesen Prozess des Loslassens. Schultergürtel ganz entspannt. Bauchorgane so entspannt wie möglich. Oft haben wir das Gefühl, wir halten in den Organen im Bauchbereich, speziell im Beckenbodenbereich, Spannungen fest. Die lass jetzt los. Gutes Zeichen ist es, wenn deine Handgelenke sich bewegen, wenn deine Schultern sich bewegen. Gut. Kannst du den Impuls noch durch die Beine nach unten lassen, bis du in deiner Fußsohle wieder ankommst? Das genügt fürs Erste. Komm zurück, schließ für einen Moment die Augen, spür
dieses Kribbeln, dieses Vibrieren, diese eigenartige Körperempfindung, du spürst, etwas verändert sich im Körper. Und wir beginnen mit dem Beckenkreisen und nehmen hier auch in einer Art Schwimmbewegung die Arme dazu. Ganz ohne zu großes Denken, denn Denken schwächt, zu viel Denken schwächt die Verdauung, bewegst du deine Arme. Beckenkreisen plus Brustschwimmen. Diese Richtung. Immer vorbei an deiner Taille. Fokus liegt auf der Bewegung im Becken und dann kehren wir hier die Richtung dann langsam um. Eine schöne Wiederholung bis hierher. Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn. Im Becken starten wir und wenn das funktioniert, dann Kreis in die Gegenrichtung. Die Bewegung meist etwas schwieriger, ungewohnter. Wenn es gar nicht geht, dann bewegt dein Becken einfach nach links und rechts. Auch eine Möglichkeit. Ansonsten kreisen, kreisen. Wenn ihr kurz auf meine Hände achtet, die bewegen sich da. Handfläche nach oben immer noch und dann nach unten. Da haben wir wunderschöne Bewegung in den Handgelenken. In Elle und Speiche, Unterarm, Knochen, Ellbogengelenk plus Schulter. 3, 2, 1. Zur Mitte. Zurück, Beine schließen. Wir heben das linke Bein, greifen mit der rechten Hand den Akupunkturpunkt Magen 36, auch den können wir euch einblenden. Magen 36 unterhalb der Kniescheibe auf der Außenseite. Ihr spürt, das Ganze ist wackelig. Zusatzübung, wir bewegen das Sprunggelenk. Wenn du Probleme hast, dann bitte halt dich einfach irgendwo fest. Ansonsten haben wir hier eine tolle Möglichkeit, um die Balance zu stärken. Aber auch um diesen wichtigen, wichtigen Akupunkturpunkt, der wird euch immer wieder begegnen in unseren Kursen, in unseren Videos, um die Verdauung zu stärken. Pflichtpunkt, wenn du Verdauungsprobleme hast. Dann stellen wir ab, nehmen das zweite Bein, Überkreuzbewegung, linke Hand greift den rechten Magenpunkt. Zur Orientierung, ihr seid hier im Muskel. Hier ist Schienbein, Muskel. Zweite Hand unterstützt das Ganze und dann richte dich auf. Oft steht man so ein bisschen in dieser Position so, das wäre nicht gewollt, richte dich auf. Die ganz Feinfühligen unter euch spüren diesen Zug im Schulterbereich. Das ist eine tolle Übung zur Entspannung vom Nacken. Relativ unbekannt. Kreisen in eine Richtung. Wenn ihr richtig seid, dann spürt ihr unter dem Finger eine Bewegung. Andere Richtung kreisen. Großen Kreis im Sprunggelenk. Sehr gut. Abstellen. Zur verstärkten Aktivierung von diesem Punkt reiben wir den noch einmal. Ja. Also ich gehe mit dem Knöcheln von Mittelfinger und reibe hier noch einmal auf und ab. Kräftig, kräftig, kräftig reiben. Abstreifen. Wichtig, die Bewegung nach unten und wieder aufrichten. Und die letzte Übung, Hände wärmen, machen eine kleine Bauchmassageübung. Und hier beginnen wir entgegen der Verlaufsrichtung vom Dickdarm. Das heißt von unten zur linken Seite, wenn du so willst, entgegen dem Uhrzeigersinn kreisen.
Während du das machst, während du dich auf den Bauch konzentrierst, kannst du dir vorstellen, dass Massieren dieses Hautareals hat einen Einfluss auf das Organ, welches drunter liegt. Das ist auch bei uns im Westen bekannt, die sogenannten Hätschen, Zonen gibt es da am Körper, Reflexzonen, die einen Einfluss haben auf die Organe und umgekehrt, die Organe haben einen Einfluss auf diese Reflexzonen am Körper. Wir nützen uns hier ein bisschen den Dickdarm, diese Reflexzone aus und kehren dann das Ganze um. Wieder von unten beginnend nach oben im Uhrzeigersinn. Das geistige Bild wäre so, du polierst ein bisschen deinen Dickdarm, aber auch deinen Dünndarm, dem du auch innen kreist, natürlich auch die restlichen Organe, Leber. So ein inneres Reinigen, Durchbluten und dann bleiben die Hände zum Schluss unten. Und wir machen den Abschluss mit der allerwichtigsten Übung, mit der Bauchatmung. Wenn du so möchtest, wir atmen ein, sodass deine Bauchdecke sich ausdehnt und atmen aus. Und jetzt zieh über deine quere Bauchmuskulatur dieses innere Korsett im Bauch etwas nach innen. Atme wieder ein. Dein Zwerchfell drückt nach unten. Atme aus. Erzeuge Druck, indem du ganz leicht die Bauchdecke nach innen ziehst. Atme ein. Atme noch einmal aus. Ein letztes Mal ein. Atme aus. Und löse deine Hände. Perfekt. Jetzt hast du in wenigen Minuten mit wenigen Übungen, mit diesem kleinen Programm deine Verdauungsorgane gestärkt. Und bei regelmäßiger Anwendung hat das wirklich einen Einfluss auf deinen gesamten Verdauungsapparat. Vom Magen über die Milz, Dünndarm, Dickdarm. Also wenn du hier Probleme hast, probier es aus, einmal täglich diese Übung zu machen. Wenn die Probleme schwerwiegender sind, dann einfach sogar zweimal täglich. Morgens, abends. Und dann hast du eine perfekte Möglichkeit hier einen guten Impuls zu setzen.